Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Wir sind in Rocky Ridge und haben jetzt den Forden zurückgeholt von der guten Panam. Da gehen wir jetzt auch hin und dann holen wir uns die Rough Chef. Rutsch rüber, ich fahre. So, konntest es echt nicht mehr erwarten, ha? Huh? Endlich. Und? Das ist mal ein Auto, oder? Traumwagen. Kein Wunder, dass du ihn zurück wolltest. Meine bessere Hälfte. Siehst du? Hat auch ohne Mitch und Scorpion geklappt. Hör zu, wie. Es ist noch nicht vorbei. Ach nein? Du hast doch die Ware und dein Auto. Aber nicht Nash. Er war nicht in Rocky Ridge. Das Arschloch hat sich nicht blicken lassen. Panam. Hör zu. Ich hab nen Plan. Ist mir egal. Wir wollten das Auto und die Ware zurückholen. Das haben wir gemacht. Sixth Street wartet auf eine Nachricht. Hör mir einfach zu, verdammt nochmal! Ich weiß, wo ihr dreckiges Versteck ist. Wir nehmen den alten, unfertigen Freeway. Sie werden nicht mit uns rechnen. Das weiß ich genau. Okay. Wo ist dieses Versteck? Nur ein Steinwurf von hier. Danke, Wie. Was Nash getan hat. Ich hab ihm vertraut. Er war der erste Typ, mit dem ich gearbeitet habe, nachdem ich die Alde Caldus verlassen habe und nach Night City gekommen bin. Ich hab ihm wirklich vertraut. Ich verstehe dich. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich wurde auch mal von jemandem betrogen. Genau so. Hast du dich gerecht? Hatte keine Gelegenheit. Mir kam jemand zuvor. Aber wenn du sie gehabt hättest, hättest du es getan? Keine Frage, ohne mit der Wimper zu zucken. Bring bis zu Ende. Bist du bereit? Das wird jetzt übel. Holen wir ihn uns. Hast gedacht, ich lasse dir das durchgehen? So viel dazu. Halt deine Scheißfresse! Lass bei mir, wie! Persönlich! Vorsicht! Ich will ein kleines Mädchen!
so kommen wir nicht weiter. Dort. Zwei Schuss tot. Alles klar, Digga. Nirgendwo, du Bastard. Rogue? Wie sagtest du nochmal? Ich soll meine Probleme und meinen Scheiß selbst erledigen? Nash ist tot. Ein Stück Scheiße weniger. Zufrieden?
Nash kann sie nicht mehr ausliefern. Aber wenn du mich lieb darum bittest, kann ich dir vielleicht helfen. Man hört sie gar nicht. Fuck! Und? Fühlst du dich besser? Vielleicht ein bisschen. Lass uns verschwinden. Rogue ist eine verbitterte, kalte Hure. Ich glaube, sie hat das Ziel aus den Augen verloren. Soll das heißen, sie war mal lieb und fürsorglich? Der war gut. Aber sie wusste selbst, wie es sich anfühlt, rumgetreten zu werden. Sie braucht einen Tritt in den Arsch. Hey, Boss, ich hab deine Fracht. Nee, keine Verarsche. Lass uns treffen, am Sunset Motor. Ich weiß, dass du es ernst meinst. Ich werde da sein. Okay, Treffpunkt ist ausgemacht. Wir übergeben die Ware und dann geht's mit Hellmann weiter, okay? Und Sixth Street wird keinen Scheiß versuchen? Bin schon oft für sie gefahren. Nie was Krummes abgelaufen. Hoffentlich wissen die, was gut fürs Geschäft ist. Was ist das Sunset Motel? Ein sicherer Ort, nicht weit von hier. Klingt nach Spaß. Da sind sie. Lass mich reden. Nichts nach Ärger? Nein, glaub nicht, dass was passiert. Hey, Boss. Panam! Wie geht's Nash? Geht nicht ans Telefon. Muss den nicht mehr anrufen. Ist nicht nötig. Ja, du hast Eier, Mädchen. Wer ist das? Ein kleines Geschenk für mich? Bin nur hier, damit du keine Scheiße versuchst. Bisschen bissiger als Nash, was? Wart's nur ab. Die gefällt mir. Hier, erstklassige Ware. Mhm. Und? Alles in Ordnung? Check deinen Kontostand. Sollte in ein paar Minuten fett anwachsen. War mir ein Vergnügen. Aber ich dachte, Rogue bezahlt mich. Das war gute Arbeit. Hast dir Trinkgeld verdient. Gehen wir. Ist gut gelaufen. Komm, lass uns das feiern. Die Ruffen sind tot, Sixth Street ist zufrieden. War doch ein guter Tag für Panam Palmer. Der Tag ist noch nicht vorbei. Noch kannst du mir richtig auf den Pisser gehen. Hey, Noah. Hey. Neue Auftraggeberin oder neue Freundin? Einmal darfst du raten. Alles klar bei dir? Haben diese Sacke sich da in letzter Zeit Ärger gemacht? Die Raffen? Nein, alles ruhig. Klar kommen die wieder, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Was darf's denn sein? Joseph, 2. Dieses Paket für Sixth Street. Was war da überhaupt drin? Hast du nicht reingeguckt? Valoperidol. Medizin für die Cyberpsychos unter uns. Verticken sie die? Ja, haben Deals. Mit illegalen Kliniken und Rippern. Also, trinken wir auf deinen Thorn. Danke für alles, Partnerin.
Weltraums. Schicke das Wort Space an die 7299 und gewinne vielleicht einen einwöchigen... Noch eins, bitte. 10 Casinos, 5 Foods, die beste Braindance-Ausstattung und die wirklich... Danke nur. Zum Wohl. Sag Bescheid, wenn du noch was willst. Meinst du, du gehst zu den Aldecaldos zurück? Ich meine, nicht jetzt, klar. Aber irgendwann. Weiß nicht. Einerseits habe ich niemanden außerhalb des Clans. Scheiße. Ich kenne gar kein anderes Leben. Und andererseits? Will ich wissen, wer ich ohne meinen Clan bin? Wer wäre ich, wenn ich in Night City bleibe? Du könntest es einfach versuchen. Sehen, wer du in Night City wirst. Doch, in dieser Stadt läuft nichts fair ab. Weiß nicht, ob du dafür deine Freunde aufgeben solltest. Meinst du Mitch und Scorpion? Das werde ich nie. Früher oder später wird dich Night City verschlingen, Panam. Du musst deine Verbindungen zu den Aldecaldos nicht abbrechen. Das erledigt schon die Stadt für dich. Muss wohl drüber nachdenken. Was die Ruffen angeht... Sind wir mit denen fertig? Oh nein. Die Schiffe sind wie Kakerlaken. Die wird man nie los. Aber für eine Weile sollte es ruhig sein. Die müssen sich erst aufraffen und den Staub abklopfen. Okay, jetzt sind meine Bedürfnisse an der Reihe. Wie lautet der Plan für Hellmann? Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber ich muss erst mal darüber schlafen. Dann können wir über Details reden. Am besten nehmen wir uns hier 2 Zimmer, bleiben in der Nähe. Wir legen gegen Mitternacht los, dann sieht uns keiner. In Ordnung? Ja, gute Idee. Machen wir das. Dann hätten wir das ja geklärt. Noah, 2 Zimmer für uns. Nur für heute Nacht. Ich gehe eine Runde schlafen. Bis nachher. Ich versuche es gar nicht, mit ihr zusammen im Zimmer zu schlafen. Es bringt ja sowieso nichts. Das Rad des Schicksals steht für bevorstehende Veränderungen. Das Schicksal kann sich zum Guten oder zum Schlechten wenden, aber so oder so tun sich neue Möglichkeiten auf. Das Rad führt uns vor Augen, dass niemand für immer ganz oben bleiben kann, aber auch, dass nicht jede Lage auswegslos ist. Das ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt, dass ich das Zimmer genommen habe, das andere, ne? Ich habe immer mit ihr zusammen das Zimmer genommen. Was läuft in der großen Welt? Wenn ich so darüber nachdenke. Hier draußen nervt das NCPD nicht. Konzerninspektionen gibt's auch nicht. Hast du irgendwas Unkonventionelles, was man in der Stadt nicht bekommt? Wir finden bestimmt was für dich. Was bietest du an? Knarren. Die Besten in den Badlands. Unser Charakter sieht eigentlich ziemlich cool aus. Kann man nichts sagen. Der diese versifften
Betten hier, Alter. Da kann ich niemals drin schlafen. Ohne Scheiß. Verstanden. Mein Name ist Dakota Smith. Wenn du hier draußen nach Jobs suchst, bekommst du sie bei mir. Ich bin Vee. Danke für die Info. Hier draußen laufen die Dinge anders. Sei vorsichtig, Stadtkind. Ich glaube, die Questline mache ich hier auch direkt noch. Also die Questline sehe ich schon, die Quest hier jetzt, ja. Mit Hellmann. Hey. Hallo. Ich check gerade noch die Stoßdämpfer. Die Hydraulik muss in Top-Zustand sein. Vor uns liegt eine rasante Fahrt. Hast du gut geschlafen? Wie ein Stein. Und du? Gut geschlafen? Wie ein Baby auf einer Holperstraße. Ist dir was Gutes eingefallen? Für Hellmann, meine ich. Was sehr Gutes, ja. Pass auf. Okay, ich höre. Der Schraubenschlüssel sind wir. Der Cutter ist der AV. Und da, wo der Schraubenzieher ist, muss der AV abstürzen. Du fragst dich sicher, wie wir ihn dazu bringen. Etwa mit deinem Geschütz? Das kommt woanders zum Einsatz. Damit verpassen wir so einem gepanzerten AV nicht mal eine Delle. Aber es gibt eine andere Lösung. Hier, die Klemme. Das ist ein Satellitenkraftwerk. Warum holen wir den AV genau an der Stelle runter? Sobald er auf dem Boden ist, müssen wir ihn orten und das Ziel mitnehmen. So schnell wie möglich. Und das Terrain da ist typisch kalifornische Wüste. Flach, trocken und leer. Da sind sie uns ausgeliefert. Satellitenkraftwerk? Ja, da müssen wir einbrechen. Aha. Soweit alles klar. Und dann? Und dann jagen wir dem AV einen fetten EMP rein. Warum frage ich überhaupt? Sobald der AV in Reichweite ist, lösen wir einen elektromagnetischen Puls aus. Das sollte die Bordelektronik killen. Soll heißen, die Motoren fallen aus? Nicht nur die Motoren. Alles. Antrieb, Navigation, Kommunikationssysteme. Bist du nicht etwas zu optimistisch? Woher wissen wir, dass der AV über das Kraftwerk fliegt? Wissen wir nicht. Das macht aber nichts. Wirst schon sehen. Wird ein ziemliches Abenteuer, aber du wirst es nicht bereuen. Ich habe alles genau geplant. Vergiss nicht, wir brauchen Hellmann lebend. Wäre schön, wenn nicht nur Trümmer vom AV übrig bleiben, okay? Ich weiß. Ich hoffe nur, er ist angeschnallt. Wenn meine Idee funktioniert, kommt eine ruppige Landung auf ihn zu. Na gut, dann los. Ja, spring rein. Ist kalt. Wem gehört das Kraftwerk? Regierung oder Konzern? Macht das einen Unterschied? Wer kontrolliert denn bitte die Regierung? Ich will nur wissen, wem wir gleich auf den Schwanz treten. Wee, sieh dich um. Es ist simpel. Alles, was du siehst, gehört einem Konzern. Ganz anderes Thema. Was ist das Abgefahrenste, das du je geschmuggelt hast? Huh? Spielen wir jetzt Wahrheit oder Pflicht? Komm schon, sag's.
Den stellvertretenden CFO von Kaukas. Das nennt sich chauffieren, nicht schmuggeln. Er fuhr im Kofferraum mit. Tot. Tot? Echt? Eine lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal. Du machst den Konzern gerne Ärger. Wie kommst du denn auf die Idee? Obwohl, wenn ich es mir recht überlege... Rogue, Nash, die Ruffen... Ganz dünnes Eis, wie? Dein Hass kennt keine sozialen Grenzen. Na, dann kannst du froh sein, dass ich auf deiner Seite bin, oder? Allerdings. Wir sind fast am Damm. Legen wir einen kurzen Stopp ein. Sinken wir dich mit dem Geschützturm. Ich will, dass du das Geschütz benutzen kannst. Das verbessert unsere Chancen. Verbinde dich. Wie verbinde ich mich? Direct Link? Wie sonst? Die Buchse spinnt ein bisschen. Musst manchmal etwas rumwackeln. Bin verlinkt. Moment. Erst eine Diagnose. Scheiße, ich krieg ständig eine Fehlermeldung. Seltsam. Muss was anderes versuchen. Und hier, Panam, hier kommt Johnny. Mitten im verfickten Nirgendwo. Gute Arbeit. Hey, ich glaube, dein Implantat hat einen Virus. Das in deinem Nacken. Ich habe einen Bioprozessor im Kopf, der unabhängig von mir arbeitet. Wahrscheinlich hat dein Diagnoseprogramm das abgefangen. Mhm, okay. Aber durch den Direct Link fließen keine Daten raus. Dein Wagen ist sicher. Na gut, ich glaub dir. Ich weiß, du baust keinen Scheiß. Okay. Wird schon schief gehen. Siehst du den Haufen Müll da? Feuer einen kurzen Feuerstoß drauf ab. Ich übernehme die Kalibrierung. Gut. Nächstes Ziel. Einzelschuss. Okay, ein letztes Mal. Schieß etwas länger. Sehr gut. Ich glaub, wir haben's. Na, also war doch gar nicht so übel. Die Kalibrierung ist okay, aber deine Software könnte ein Update vertragen. Scanner, Steuerung, alles mehr als 2 Generationen alt. Selbst in der Grabbelkiste auf dem Kabuki-Trödelmarkt gibt's bessere Tech. Ich kann dir helfen, was zu finden. Sicher. Viel wichtiger ist, dass es jetzt erstmal hier läuft. Und? Wo ist dieses Kraftwerk? Wirst du gleich sehen. Ich kenne eine Stelle, von der wir einen guten Überblick haben. Will nur sicherstellen, dass hier sonst niemand ist. Du sabotierst ein Konzernkraftwerk, überfällst einen Konzerntransport, entführst einen Konzerner. Lässt du dich selbst gern Konzern sagen oder willst du auf was hinaus? Weißt du was? Du erinnerst mich ein bisschen an mich selbst. Vor 50 Jahren. Ohne das Charisma und den riesigen Schwanz. Vielleicht können wir miteinander auskommen. Vielleicht ist da was dran. Was uns passiert ist, muss einen Effekt gehabt haben. Du bist mir ähnlicher, als du denkst. Wirst schon sehen. Das ist aber nichts Einseitiges. Vielleicht wirst du mir immer ähnlicher. Auf keinen. Alles klar. Die Gegend sieht völlig leer aus. Keine Patrouillen. Das große Teil da ist der Kollektor. Und siehst du diese Antennen? Jede Antenne empfängt Mikrowellenenergie von Satelliten im Orbit. Die werden dann in Strom umgewandelt. Versorgt das Kraftwerk die ganze Stadt mit Strom? Echt jetzt? Wer weiß das schon? Dann finden wir es gleich raus. Die Antennen ziehen sich die ganze Schnellstraße entlang. Sie sind miteinander verbunden, praktischerweise. Wir müssen nur mit dem Kollektor rumspielen. Dann folgt eine Kettenreaktion. Und jede einzelne Antenne sendet einen Impuls aus. Der AV wird wie eine Fliege auf ein Spinnennetz zufliegen. Wir müssen den Impuls nur im richtigen Moment abfeuern. Holen wir das Teil. Sobald wir am Kraftwerk sind, kümmere ich mich um eine Umgehung für den Zünder. Du überlädst die Systeme. Panam, wollen wir die Spielchen nicht lassen und das Kraftwerk einfach hochjagen? Würde ich ja gern, aber eine Explosion würde das Sicherungsprotokoll auslösen und die Systeme runterfahren. Ganz Night City wüsste, wo wir sind, bevor wir die Protokolle überschreiben könnten. Aber nette Idee. Vielleicht nächstes Mal. Systeme überladen?
Ei, ei, Ma'am. Wann ist mein Einsatz? Hoffe natürlich, dass es nicht allzu kompliziert ist. Ist es das? Sollte es nicht sein. Du drehst einfach alles so weit wie möglich auf. Bis zur Unendlichkeit. Krieg ich hin. Na, schau mal, weil unsere Technik wahrscheinlich hoch genug ist, haben wir auch den Dialog nicht bekommen. Wo wir das dann besser verstehen. Und was jetzt? Jetzt warten wir. Sollten unsere Ankunft auf dem Flugplan des AV abpassen. Läuft. Und los geht's. Hast du sowas schon mal gemacht? Einen AV runtergeholt? Alleine? Nein. Warum fragst du? Kraftwerk, EMP, die Systeme, Netzwerke. Du hast einen Mordsplan ausgearbeitet. Danke, W. Man muss nur die richtige Herangehensweise haben. Ich folge den 3 A's. Bitte was? Abschätzung, Aufstellung, Aktion. Egal, was du tust, du solltest immer 3 Sachen machen. Abschätzen, was du zur Verfügung hast und checken, was vor dir liegt, was also das Problem ist. Dann planst du mit diesen 2 Variablen im Kopf. Nimmst, was du hast, besorgst, was du brauchst, stellst Dinge und Leute auf. Dann gehst du in Aktion. Simpel. Dein Motto würde sich gut auf einem T-Shirt machen. Die 3 A's sind alles, was du für ein gutes Leben brauchst. Außer vielleicht einem kalten Bier. Hast du dir das mit den 3 A's alleine ausgedacht? Ha, nicht wirklich. Hab ich bei den Aldecaldos gelernt. Mitch und Scorpion. Im Krieg wurden die beiden in was Ähnlichem trainiert. Das haben sie dann adaptiert und übernommen. Hat uns schon oft genutzt und das wird es heute wieder. Und das 4. A, wenn wir trotz des Plans am Arsch sind? Dann improvisierst du halt. Dachtest du echt, ich hätte ein narrensicheres Erfolgsrezept für dich? Muss zugeben, so hat es sich für mich angehört. Du bist echt eine Marke, wie... Okay, wir sind bald da. Ein letztes Mal. Wir fahren rein, bringen das System zum Absturz und verschwinden. Halt dich fest! Könnte etwas ruckeln! Bist du bereit? Okay, ich bin bereit. Drohnen! Die erledige ich. Mach lieber schnell, ihr sie uns treffen! Halt diese Drohnen auf, wie! Was denkst du, was ich mache? Versuch's besser! Wir haben es übertrieben, Panam. Siehst du das? Leuchtet und blinkt wie ein Weihnachtsmann. Bis zum Anschlag. Da hast du's, Mädel. Oh, yeah! Hauen wir ab, bevor es uns auch durchknallen lässt. Scheiße, du musst raus da, bevor der Chip kaputt geht. Danke für den Hinweis. Ich wollte gerade meine Picknickdecke ausbreiten und mich für ein schönes Sonnenbad. Ich mein's ernst. Pass auf, die nächste Welle könnte... Johnny? Johnny! Verdammte Scheiße. Okay.
Okay. Ja. Jetzt. Verpiss dich von hier! Vielleicht nicht der sauberste Job, aber immerhin. Was ist mit dem Zünder? Hat es geklappt? Ja, hat geklappt. Das Signal bleibt auch stabil. Wir müssen nur weit genug wegfahren, damit uns der Impuls nicht auch umhaut. Diese Klippe, dorthin. Von da haben wir die Antennen im Blick. Und dann warten wir. Okay. Hier. Wollte schon immer mal so einen fetten roten Knopf drücken. Woher wissen wir wann? Keine Sorge, ich habe alles im Blick. Warte einfach auf mein Signal und löst dann den Impuls aus. Die werden aus allen Wolken fallen. Und übrigens... Hm? Wir schießen gleich Kang Tao-Eigentum im Wert von Millionen aus dem Himmel. Wie fühlt sich das an? Zeug hochjagen. Genau das, was ich jetzt brauche. Und genau das, was ich hören wollte. Merkst du das? Was? Wie ruhig es ist. Das Summen der Stadt. All die Stimmen und Gerüche. Alles weg. Der Wind verstärkt es noch. Hatte schon vergessen, was Stille ist. Mhm. Obwohl, vielleicht nicht die Gerüche. Ich meine, die Kojoten? Schwer zu überriechen. Dachte, das wäre der Duftbaum in deinem Thornton. Haha, leck mich. Konzentrier dich besser auf den AV. Halt die Augen offen. Da ist er! Kommt aus Pacifica! Alles klar, halt dich bereit. Noch eine Sekunde? Noch eine? Jetzt! Boom. Da ist er. Scheiße, was ist Gott, los? Verdammt nochmal! Toll, echt toll. Volltreffer! Panam, die Motoren laufen noch. Scheiße, sie entkommen. Die gehen nirgendwo hin. Wir müssen los. Nur einen Moment. Panam, was soll das werden? Verliert an Höhe. Wir haben den Bastard. Holen wir ihn uns. Wir haben ihn. Nach diesem Knall kann der sich nicht in der Luft halten. Wir werden landen oder abstürzen. Hast du das mitbekommen? Ja. Over. Hey, wie? Ungekennzeichnet. Verliert an Höhe. Mitch! Scorpion! Ich. Scheiße, was machen die hier? Den Generatoren. Folgt dem AV, ich komm gleich nach. Mitch! Scorpion! Batterie ich bin Panam! Bleibt weg von dem AV! Wiederhole, nicht dem AV nähern! Unterwegs. Wird die Party wohl ohne dich anfangen. Das ist Kang Tao! Wartet auf mich! Oder verpisst euch am besten! Sie wollen den Überlebenden helfen! Aber das sind Konzerne! Sie hören mich nicht! Der Impuls blockiert mein Signal! Scheiße! Ich hab drei auf dem Radar! Drohnen! Ja, mach dich bereit! Sie wollen uns aufhalten! Lassen wir sie aber nicht! Wir müssen zu Mitch und Scorpion! Hinter dem Hügel! Okay, eine Sorge weniger. Ach, Scheiße. Panam, bist du verletzt?
Scheiß Querschläger. Kommst du klar? Ich komm schon durch. Keine Sorge. Hey Mann, wo bist du? Hallo? Ja, geil. Einfach Skorpion. Weiter auf einer offenen Frequenz labern, damit sie euch garantiert bemerken, was? Ich werd nicht mehr. Irgendwas stimmt nicht. Hast du diese Schüsse gehört? Wie ihnen ist was passiert? Wir checken das. Ich sehe das Wrack, aber weder Scorpion noch Mitch. Abgelaufen. Scheiß drauf. Wie? Verbinde dich mit der Drohne. Wir scannen das Areal. Wir brauchen einen Lagebericht. Los geht's. Verbindest du dich mit der Kamera? Mhm. Wie? Wenn sie die Aldecaldos haben. Mitch und Scorpion, ich kann einfach nicht. Ich weiß. Verbunden. Hab die Kontrolle. Nein! Tut mir leid. Dein Clan? Ja. Aldecaldos. Sie sind tot. Alle. Was, wenn sie... Keine Sorge, das kann man so nicht sagen. Stinkende Konzernraten. Mein Raketenwerfer, der zerfetzt uns, wenn wir zu nah kommen. Werden wir den irgendwie los? Vielleicht, aber dafür müssen wir ihn erst erreichen. Mitch, er lebt! Sie haben ihn! Ohne diese verdammten Funklöcher hätte ich sie warnen können! Das ist alles meine Schuld. Warum zur Hölle mussten sie dem AV folgen? Diese Idioten! Hey! Wir haben Mitch gesehen. Sicher haben sie auch Scorpion. Wir holen die beiden da raus. Falls sie noch leben. Sie leben. Alles wird gut, okay? Vorsicht, der Raketenwerfer zerfetzt uns, wenn wir uns nähern. Du bist schon halb zerfetzt. Red kein Scheiß, das ist nur ein Kratzer. Lass uns den Raketenwerfer erledigen. Ich... Nein, du bleibst im Auto. Entschuldige, aber du würdest mich nur aufhalten. Verdammte Scheiße, wie? Das sind meine Leute da draußen. Hör zu. Sobald ich den Raketenwerfer erledigt habe, melde ich mich. Dann kommst du und hilfst mir mit dem Rest. Deal? Jawohl, Ma'am. Ich habe immer noch Mitchs Gewehr. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Gute Idee. Also los. Ja, die gute Panam. Ja, ich hätte gesagt, wir machen hier einen Cut, machen hier der nächsten Folge weiter, sonst haben wir jetzt dann gleich wieder Zeitdruck, wenn jetzt dann hier gleich wieder durch sind und ich möchte hier irgendwo zwischendrin bei einem Gespräch oder sowas dann die Folge beenden. Deswegen machen wir hier einen guten Cut. Nächste Folge erledigen wir hier dann die ganzen Kang-Tau-Pisser und holen uns Hellmann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis dorthin haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.